Kontakt ein einziges wirkliches Prinzip aufzugeben. Das, was machbar ist, miteinander machen. Zu den Realitäten gehört, dass die Sowjetunion unser wichtigster Nachbar ist. Nicht unser direkter Nachbar, sondern unser wichtigster Nachbar im weitesten Sinn des Wortes. Dass also beispielsweise so Ideen, wie sie gelegentlich auftauchen, so eine Sondergeschichte mit der DDR zu machen, natürlich sinnlos ist. Sondern was wir machen, müssen mit offenen Karten sozusagen spielen, müssen wir mit der Sowjetunion besprechen und dort, wo es um spezielle Probleme geht, natürlich mit der DDR. Aber wir müssen dabei auch gleichzeitig unsere Prinzipien deutlich machen. Für mich ist das klar in der Präambel des Grundgesetzes. Der Wille zur Einheit der Nation, der Wille zur Selbstbestimmung und alles, was dazugehört. Hat Herr Bundeskanzler die Mauer im Denken der Deutschen den Fortbestand der Nation geschwächt? Glaube ich nicht. Die Mauer wird von den Deutschen, und zwar auf beiden Seiten, als ein scheußliches Bauwerk empfunden. Weil ja man selten in der Geschichte ein Bauwerk sieht, das sozusagen die Trennung, das Abtrennen so symbolisiert. Ich glaube allein schon aus diesem Grund, um nochmal auf die Frage Ihres Publikums zum Alexanderplatz zurückzukommen, wie die Mauer fallen. Visionen und Träume. In 1951, der Generalversammlung der Vereinigten Nationen, hat Volta nach Ostberlin einen Untersuchungsausschuss schicken, um Thema Gesamtwahl, allgemeiner Wahl für Deutschland zu untersuchen. Die sowjetische Seite hat diese Mission abgelehnt. Vision. Könnte ein Bundeskanzler eine solche Gesamtwahl, eine allgemeine Wahl für Deutschland heute vorstellen? Und wenn die zwei Kanzlerkandidaten oder Präsidentkandidaten die Namen Kohl und Honecker hätten, wer wäre den Sieger? Also wissen Sie, was Sie jetzt natürlich sagen, ist schon in der Tat eine Vision, was Sie für damals bezeichnet haben als Vision. Ich sprach ja eben von den Realitäten. Das ist ja reizvoll und ich würde mir auch gute Chancen ausrechnen. Nur das ist überhaupt nicht unser Thema. Aus Bevölkerung? Das glaube ich nicht aus Bevölkerungsgründen. Nein, das ist dann in der Tat nicht unser Thema. Ich bin auch gar nicht dafür, dass wir uns in Spekulationen verlieren, die außerhalb jeder Realität sind, weil sie ja missverstanden werden können. Übrigens auch in den Vereinigten Staaten. Es ist ja nicht so, dass alle Welt, ich spreche jetzt nicht nur vom dem östlichen Teil Europas, sondern auch vom westlichen Teil Europas, Begegnungen zwischen den Deutschen mit äußerst Wohlwollen verfolgt. Es gibt ja auch viele, die da gewisse Ängste interpretieren. Ängste, die ich sehe, aber die ich nicht akzeptiere, weil sie nicht berechtigt sind. Nein, was wir, ich muss noch einmal darauf zurückkommen, was wir brauchen, und das ist meine Politik, ist ein Beitrag im Rahmen dessen, was möglich ist, dass in der Weltpolitik eine wirkliche Entspannung kommt. Wobei, ich sage es nochmal, die Waffen ein Teil sind und die anderen Dinge, die dazukommen, kulturelle zusammen und wirkliche Wahrnehmung etwa von KSZE-Prinzipien durchgesetzt werden. Dann haben wir die Chance, sozusagen einen Teil in unserer Verantwortung in Deutschland, und zwar auch dann mit Billigung unserer Nachbarn, aus unserer Sicht gesehen, in Ost und West, in den gegebenen historischen Möglichkeiten etwas zugunsten der Menschen zu tun. Wenn Sie mich fragen, was ist Ihr größter Erfolg in diesen, jetzt am 1. Oktober bin ich 5 Jahre Kanzler, ist aus meiner Sicht neben vielen anderen in der Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik für mich ein ganz großer Erfolg, dass in diesem Jahr nach den jetzt sich ergebenden Zahlen rund 1 Million Landsleute aus der DDR bei uns sind, aus dem Rentenalter, also ältere Leute, und unter auch etwa 1 Million aus dem Alter bis zum Rentenalter. Und wenn Sie jetzt in Bonn über Straßen und Plätze gehen, Frankfurt oder sonst wo, treffe ich überall auf Landsleute aus der DDR. Und sie kommen her, es hat sich auch vieles verändert, reden mit uns. Wir haben zum ersten Mal wieder eine Chance, dass Menschen miteinander sprechen können, dass die Kontakte intensiviert werden. Wenn Sie unterlegen, dass jeder, der aus der DDR kommt, mit etwa 20 Leuten spricht hier, und wenn er zurückgeht, auch, dann ist das eine Kommunikation, eine Nachrichtenübermittlung, eine Lebenserfahrungübermittlung, die man gar nicht hoch genug einschätzt. Herr Bundeskanzler, darf ich mal einen Moment unterbrechen und mal DDR-Bürger, von denen der Bundeskanzler spricht, noch mal einbeziehen, die ich gestern auf dem Alexanderplatz befragt habe.
können wir noch mal den zweiten Teil meiner Straßenumfrage jetzt hier mit einschalten. Von den Erich Honecker.